Happy Birthday to me. Also herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal auch zur zweiten Folge heute Landwirtschaftssimulator 2017 auf der nordfriesischen Marschmap. Gratulieren wir uns einfach nochmal selber zum Geburtstag. Vielleicht, ja, wie gesagt, hat sich der eine oder andere von uns schon genötigt gefühlt, dies auch zu tun. Vielen, vielen Dank schon mal dafür, für die zahlreichen Glückwünsche, die mich ja hoffentlich erreicht haben. Wenn nicht, dann eben nicht. Wir machen direkt weiter. Wollen gar nicht lange Zeit verlieren hier und rumschnacken. Wir haben ja unseren Maishäcksler hier, der wartet auf uns. Oder auch nicht. Eigentlich wartet er, aber irgendwie will er gerade nicht, oder was? Wir sind doch eigentlich nicht so weit weg. Ja, dann fahren wir auf die andere Seite sonst. So, jetzt haben wir auch genug Platz zum Wenden. Vielen Dank. 78% gefüllt. Wir fahren ja hier noch die Bahn wieder zurück. Dann haben wir ein bisschen Vorgewende hergestellt. Und dann versuchen wir gleich, wenn der Anhänger voll ist, ein Kursplay aufzunehmen. Und wir können das ja nachher, wie gesagt, selber schieben. Ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt doch normal, dass wir an der Seite vorbeifahren, im Silo, wo wir noch vorbeifahren können. Cosplay-mäßig und da das dann eben aufschütten lassen und gucken, wie lange das gut geht und später dann wieder rückwärts reinfahren und falls das hier tatsächlich mit den Abfallhelfern funktioniert, dann eben da selber einfach wieder das Silo verdichten und aufschieben. Irgendwie so müssen wir es machen. So, die zweite Ladung. Aber die bringen wir noch zum Hof. Machen wir einfach mal, bringen wir mal zum Hof. So, einmal ungefähr unauffällig durch den Busch. Heute darf man das. Es wird leider nicht mehr heller irgendwie, ne? Das, ja, warum zum Hof auch, ne? Hof ist gleich nebenan, ganz praktisch. Da haben wir auch mal angefangen. Da ist schon eine ganze Menge Silage drin. Da kann ja noch mal gerne ein bisschen mehr rauf. Dann fertig verdichtet werden und aufgeschoben werden. Denn das ist ja eigentlich immer so ein bisschen unsere Silage für die Mischfutterfabrik. Los, weiter. Na, 400.000 sind da jetzt. Klappe zu. Einmal rundherum. Ja, hier steht immer noch der Drescher mit ein ganz bisschen, was ist das, ganz bisschen Hopfen drin. Ja, Fahrke ist übers Feld, das macht ja nichts. So, die kleinen letzten, und dann fahren wir wieder auf die lange Bahn. Wir können ja leicht noch eine Ladung mehr abgeben beim Hof. Obwohl 400.000 reicht eigentlich für, also kriegen wir viel Mischfutter draus. Geht ja nur darum, dass die Tiere uns nicht demnächst verhungern. So, du brauchst nicht wieder zurückfahren, du kannst mal hier schön rumfahren. Jetzt fahren wir wieder auf die lange Seite, ist ein bisschen praktischer. Möglichst Schneidwerk breiter ausnutzen. Kriegen wir den Anhänger auch schön schnell voll. So. Da wären wir wieder. Ein bisschen Mais häckseln. Da haben wir noch was vor, ne? Ich glaube, ein ganzer Teil unserer Fabrikskripte funktioniert noch. Ne?
läuft, würde ich behaupten. Die Zellstofffabrik müssen wir natürlich neu befüllen. Da können wir irgendwann mal demnächst leere Paletten rüberfahren. Aber das wird ja sowieso, ne? Nach dem Wochenende, irgendwann im Laufe der nächsten Woche, wenn wir auf 2.2 umswitchen, haben wir wieder viel Neues. Paletten, Paletten, Paletten. Eigentlich wollte ich ja auch die Bäckerei schon erweitert haben, ne, ums Thema Obst. Aber hat nicht funktioniert. Dass man da so einen Kuchen herstellt, einen Kuchen jetzt zum Geburtstag, das wäre es doch noch gewesen. Also, jo, das wäre es gewesen, aber nicht geschafft. Vielleicht nächstes Jahr. Jetzt habe ich ein Jahr Zeit, bis dahin soll ich das schaffen. Jetzt denken wahrscheinlich einige, oh, Map-Version 2.2 kommt erst in einem Jahr. Nein, also die wird wohl nächstes Wochenende, Freitag, soweit sein. Ist natürlich immer blöd, sich so eine Deadline zu setzen, von wegen bis dahin muss man es fertig schaffen und dann kommt doch wieder irgendwas dazwischen, aber ich habe in der Woche noch einen Tag Urlaub. Da werde ich mit Sicherheit noch mal ein Stück, paar Stunden dran sitzen, um das Thema Obstfarm da mal ein bisschen voranzutreiben. Auf jeden Fall wisst ihr schon mal, was kommt. Das sind eigentlich die größten Neuerungen. Ich wollte ja auch immer noch das Zentrallager machen, aber da bin ich noch gar nicht mit angefangen. Und auch hier Dünger- und Saatgutproduktion, auch das sind so Themen, habe ich noch gar nicht mit angefangen. Da werde ich mich aber vielleicht anderen Krams bedienen, mal gucken, was andere so gemacht haben. Da werde ich nichts Großartiges selber entwickeln. Ich glaube, da gibt es ganz gute Mods schon, die man denn dafür nutzen kann. So, was haben wir? 70% sind wir auch gleich, ich wollte gerade sagen, sind wir gleich am Ende angekommen, ne? Können wir nochmal wieder drehen. Ach doch, der wendet jetzt gut. Sehr schön. Du wirst nicht blockiert. Das ist falsch. Noch Schichtwechsel, jetzt sitzt eine Herr drin. Ich wollte ja auch nochmal, ne, auf besonderen Wunsch die Game Extension nochmal zeigen. Machen wir gleich, wenn der Anhänger voll ist. Und das ist mit ins Informationsmenü, habe ich jetzt glaube ich auf 5 gelegt, weil 5 ist irgendwie Radio und Radio nutze ich hier ja nicht in Game. Da dachte ich, komm, nehme ich mal Taste 5, die brauche ich sonst nicht. Und zwar mit Game Extension. Ich kenne das ganze Menü jetzt auch nicht, ne? Also Game Extension müsst ihr euch selber sonst mal andersweitig schlau lesen oder schlau gucken. Ich bin da nicht der komplette Pro drin. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich bei der Game Extension ja bisher genutzt habe und auch eingestellt habe, war dieses Thema der Stärke, dass man Ballen selber tragen kann und eben auch die Möglichkeit hat, Paletten selber zu tragen, so als hätte man so einen Hubarm. Ich weiß nicht, als Ameise oder sowas, keine Ahnung, so Palettentrage-Dingsbums. Nennen wir es doch einfach mal. Oh, wir sind gleich voll. 98, 99, 100. Eine Ladung wieder. Ja, und jetzt? Würde ich sagen, nehmen wir mal einen Cosplay-Kurs auf. Und zwar von hier vorne dann irgendwo. Und wir nehmen es dann auch richtig auf, ne? Und schon denn schon. Wir haben jetzt ja hier ein zweifaches. Also Kursaufzeichnung beginnen. Den bringen wir jetzt nicht zum Hof, den bringen wir jetzt zur BGA. So, fahren wir hier dran vorbei. Und dann können wir nämlich gleich den Helfer fahren lassen, hier, wenn wir den anderen mal rüberholen. Wir müssen uns nämlich ein bisschen beschleunigen, sonst hängen wir nämlich tatsächlich nächste Woche Freitag noch da dran. Und dann habe ich euch noch nicht geschafft, die neuen Sachen zu zeigen. Das wäre ein bisschen blöd. Da die Leute, wie gesagt, ne, die meine Map zocken und hier die Videos gucken, deutlich im Vorteil sind, wie alles funktioniert, was geht, was nicht geht. Das werden wir auch weiter so handhaben. Und natürlich nochmal danke für alle diejenigen beim Mod-Hoster da und so bei anderen Foren ein bisschen mithelfen da zu schreiben, wie was funktioniert für diejenigen, die das selbst nicht rausfinden oder die Videos eben nicht gucken. Aus welchen Gründen auch immer. So. Hier leeren wir mal aus. Da ist so viel drin, wir müssen viel langsamer fahren. Bis
da fast stehen. Na ja, zurück zum Feld. Da haben wir auch schon, ne, den Verdichter. Der steht hier schon und wartet eigentlich nur darauf, dass er loslegen kann. Zum Zusammenschieben und zum Verdichten. Ja, mal Klappe zu, wa? Da fahren wir wieder richtig zurück. Und dann hier wieder aufs Feld. Und stoppen. So, temporärer Kurs. Ja, genau, ist eigentlich der richtige. Abfahrer. So, was macht er jetzt? Fährt er jetzt noch einmal los, dann komplett? Will er noch einmal durchfahren und kommt dann erst wieder? Oder? Ich glaube schon. So, wir haben ja noch einen, ne? Das ist zumindest der schnelle. Auch nicht schlecht. Der ist ein bisschen schneller. Fangen wir doch mit dem erstmal an jetzt. Wenn der andere einmal zwischenfährt, können wir mit dem einmal eine Bahn uns organisieren. Ich hoffe, dass der andere wiederkommt. Der verdichtet dann auch gleich praktisch bei der BGA schon. Der hat einen Fährter. Sofern er dann wiederkommt, ist alles in Ordnung. So, aber dann haben wir in Zukunft keine große Standzeit mehr hier. Und das ist eben wichtig, dass wir den Häcksler jetzt heute und morgen die ganze Zeit laufen lassen. Weil sonst dauert so ein Feld hier ewig. Ja, auf geht's. Na, hier sehen wir auch nichts. Bist du gespannt, ob wir jetzt rechtzeitig fertig sind, bevor der wiederkommt? Dann müssen wir mit dem ja auch nochmal wieder einen aufnehmen. Ich habe es nämlich gerade nicht gespeichert. Aber wir könnten mit dem auch zum Hof aufnehmen, ne? Das war so ein bisschen auftrennen. Der eine fährt zur BGA, der andere fährt zum Hof, der Kleine hier. Aber eigentlich wollen wir eher das Geld haben, ne? Das Geld der Biogasanlage. Da kommt er gerade wieder angeheizt. Und wir sind zu 50% gefüllt. Aber sehen wir mal, er hat eine Standzeit. Also eine halbe Bahn. Dauert es mal locker. Und vor allen Dingen hat er nichts abzukippen gehabt. Da war ja eigentlich schnell wieder da. Aber ich glaube, so haben wir eine ganz gute Chance, das morgen zu Ende zu kriegen. Ja, kannst ruhig warten da hinten, wir haben noch ein bisschen. Der eine hat den Vorteil über die Kapazitätsgröße, der hat den Vorteil über die Schnelligkeit. So, dann fährt der andere jetzt los. Kommt er nicht mal langsam? Wir sind hier zu 80% gefüllt, haben wir es nicht richtig eingestellt. Sein. Was voll oder sind? Ja, doch, wir sind voll.
Wieso kommt der andere nicht? Steht er ein bisschen zu weit weg? Dann haben wir den Kursplay natürlich wieder Punkt eingefahren. Recht schlampisch. Was sagt er denn hier? Warum will er denn nicht? Kein Drescher in Reichweite. Ja, wir können ihm ja doch eigentlich den Hexer zuweisen hier, oder? CR, Lexion, Big X. Fahrender Drescher. Läuft los. So, das Game Extension Menü nochmal zum Das Game Extension Menü nochmal zum Abschluss. Sieht so aus. Eigentlich, ne? AI-Erweiterung kann man an, also mit Helfer sozusagen, dass die Helfer lernen, die Helfer für eine gewisse Stunde nur arbeiten. Spieler greifen Abstand, wie weit man greifen kann, was die Helfer kosten, ob die Helfer nachts arbeiten können und Spieler heben Schade eben dementsprechend, wie stark man ist. So, dann würde ich aber sagen, soll es das für heute gewesen sein. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt noch einen schönen Samstag und freue mich natürlich auch, wenn ihr morgen wieder reinschaltet. Bis dahin und tschüss.